Kannst du mal ein hässliches Gesicht machen? Vielleicht nach rechts? Oh, toll. Das wäre es jetzt, wenn du ihn umkippst. Okay. Reicht. Geht besser mit den Westen so, wa? Ja, und vor allen Dingen hat man dann die nicht an der Lehne. Okay. Zwei Schläge links, Ralf, zwei Schläge links. Rechts, zwei Schläge rechts, zwei Schläge rechts. Ich bin beim Filmen. Genau, haltet euch an den anderen Booten fest. Wir sind ja nicht bei der Armee hier. Nein, wir sind nicht bei der Armee, wir sind im Obernhafen. Obernhafen hat nichts mit Urbanität oder Urban Sports zu tun, sondern kommt aus der Zeit, dass der Obernhafen eröffnet, erbaut worden ist. Um 1890 war er fertig, ist vom Landschaftsgärtner Peter Linné gebaut und entworfen worden. Peter Linné wollte nicht nur einen Hafen bauen, sondern hatte eine Landschaft. Wollte eine Flusslandschaft kreieren und hat dabei wahrscheinlich Paris und die Seine im Kopf. Sieht man noch ein bisschen, wenn man hier sich am Rand umguckt. Natürlich hat der Hafen, jetzt ist er ein freier Naherholungsgebiet für die Bohème von Berlin. Oder auch, ich weiß nicht genau, was die studieren, die Jungs neben uns, wollen wir jetzt auch nicht fragen. Mathematik. Okay, für die Mathematikstudenten, Naherholungsgebiet. Genau. Wie gesagt, früher war er wirklich ein Hafen. Also Berlin 1890 herum, da waren die Wasserwege, die Haupttransportwege. Über die Spree wurden Baumaterialien, Lebensmittel transportiert. Kamen und Ziegel vom Kahn aus verkauften. Es gab aber auch die Brandenburger Bauersfrau, die mit auch sogenannten Äppelkähnen Äpfel und Gemüse vom Kahn aus verkaufte an die ausgehungerte Berliner Bevölkerung. Also hier in dem Hafen spielte sich das Leben, das offizielle Leben ab. Genau. Der Landwehrkanal sozusagen ging schon links gleich hier vorne am Hafen, wo ihr so eine kleine Ausbuchtung seht. Da ging der Landwehrkanal ab. Das heißt also, der neue Bogen war wichtig, weil sich eben Berlin vergrößerte. Neue Arbeiterbezirke kamen dazu und die Arbeiter brauchten Arbeit. Vor allen Dingen gab es große Unzufriedenheit in der Arbeiterklasse. Es gab revolutionäre Energien auf der Straße. Das heißt, ich würde mal sagen, in dem Augenblick, wo wir nicht paddeln, ist das Gleichgewicht nicht das Gute. Paddel mal ruhig weiter, Ralf. Ja, sehr schön. Noch zweimal rechts, bitte. Ja. Wir sind auf Kurs. Sehr schön. Links, rechts, links, rechts. Noch, da wird der Sekt aus den Flaschen getrunken. Wir sind durstig. Aber wie? Toll. War gar keine Aufnahme. Ich bin so blöd, ja? Jetzt. Zweimal rechts, bitte, Ralf. Vielleicht mal nach links gucken, vorsichtig. Nach links. Aha, noch ein bisschen vielleicht. Ja, hallo. Hallo. Übrigens können wir noch nachher dann doch. Du kannst doch per PayPal. Habe ich vorhin auch gerade gedacht, genau. Du drückst ja die Groschen in die Hand und dann mache ich die Aufladung. Genau. Echo?
sag Hallo. Sag Hallo. Okay, hier ist die Terrasse. Also, zwei Wasser bitte. Sind vermietet anscheinend. Sind ja Nummern drauf, ne? Tja. Und? Wie willst du mit der Bezahlung machen? Getränke, wir sind durstig. Hier auf der Seite, in Maybach, hier vorne könnt ihr runter, die machen ja noch sauber. Sind ja noch da, könnt ihr vielleicht klopfen, da liegt ja mal zu Wasser. Ralf, das Problem ist ja, wir wollen ja nicht aus dem Boot raus, also müssen sie ja mit hochschicken. Hier, ich will schon hoch. Der letzte hier kommt, die sind doch schon wieder besiegt. Naja, ich will aber nicht hier. Wie kennt ihr runter? Oh, wahrscheinlich nicht. Die beiden da jetzt gerade im Sonnenlicht im Tunnel waren, oder? Kannst du nicht? Guck mal hier links, Pinguine. Zwei Männchen. Okay, jetzt oder nie. Anscheinend nicht. Das ist das berühmte Dreiländereck. Ich muss fragen, welches Land? Kreuzland, Neuland. Naja, und 61. SO 36 Land. Sunshine Reggae. Ein Teil war die Mauer auf das Wasser. Allerdings nicht hier, wo wir jetzt sind, sondern da vorne. Geht gleich so ein kleiner Arm vom Landwehrkanal ab. Das ist der Flutgraben. Da war wirklich genau die Uferkante, die Mauer. Genau, hier das alles war Niemandsland zu Teilungs- zu Mauerzeiten. Das hier war Westen, das war Westen. Und hier, hinter der Brücke, sozusagen, kam dann der Ostteil. Am Anfang war es noch so, dass die Brücke sozusagen, das Ende der Brücke war die Mauer. Das Gebiet hier vermint, also nicht so viel, man war da auch und auch das Kanal weg ist sozusagen verjüngt gewesen mit Stacheldraht. Und hat er sich gebrochen oder was? Ja, durchgebrochen. Wir haben sie abgehauen.
Los, Ralf, gib dir mal ein bisschen Mühe. Das hoffe ich doch. Das wird ein Video gegen die Sonne. Echo. Aber ein Video braucht mehr Action. Na? Guter Mann, da geht doch noch was. What? Soll ich mal nach Fischen gucken? Soll ich mal nach Fischen gucken? Vermutlich keine. Achtung!